Eingebettet zwischen den schroffen Gipfeln des Karwendels und dem sanften Rofangebirge liegt Tirols größter See, der Aachensee. Die beeindruckende Bergwelt und unberührte Natur lassen das Herz jedes Wanderers höher schlagen. In direkter Umgebung des Sees bieten sich vielfältige Wandermöglichkeiten. Rund 450 Kilometer an Wanderwegen wurden geschaffen und markiert. Vom gemütlichen Spaziergang bis zur anspruchsvollen Bergtour findet hier jeder die geeignete Wanderung. Mit der Rofanseilbahn ist das Bergerlebnis für jedermann leicht erreichbar. In wenigen Minuten schwebt man hoch über dem Aachensee, den herrlichen Gipfeln, sanften Almwiesen und steilen Nordwänden entgegen. Als Highlight des Angebotes wurde der Aachensee Fünf-Gipfel-Klettersteig eröffnet. Damit folgte man in der Region dem Trend, auch das Klettern für alle erlebbar zu machen. Jeder der fünf Gipfel des Klettersteiges ist einzeln begehbar und somit können Anfänger wie Profis sich am neuen Klettersteig austoben. In den Genuss der unberührten Natur kommt man bereits beim Zustieg. Der Weg zum Klettersteig führt durch eine wunderschöne Bergszenerie. Man wandert vorbei an Enzian und Edelweiß, grüßt Dohlen und Gämsen. Ein Besucher des Rofans erwartet am Fünf-Gipfel-Klettersteig landschaftlich einmalige Szenerie. Beginnt er über die Heidastillwand, klettert er um, eigentlich Richtung Rosskopf, dann über den Rosskopf drüber, kommt hin zum Seekarspitz, dann über das Spieljoch her und klettert zum Abschluss den höchsten aller Rofangipfel, die Hochis, und hat damit eigentlich einen würdigen Abschluss geschaffen. Die Klettersteige sind so ausgelegt, dass man sich sehr wohl mit Familien bzw. sportlichen Kindern schaffen kann, wobei die Kinder eh oft flotter sind als wie so manche Erwachsener. Ausrüstungsmäßig sollte man da aber sicher den Trend oder sage ich mal diesen Standards gerecht werden. Also ein Helm, ein Klettersteigset, ein Gurt sind ja schon Grundausrüstung. Daneben natürlich ein passendes Schuhwerk sollte da schon dabei sein. Ja, das Rofangebirge hat schon ist einfach so ein ruhiges, einfach idyllisch gelegenes Rückzugsgebiet. Es ist sehr harmonisch eingebettet da zwischen Karwendel und dem Wilden Kaiser. Hat sehr sanfte Rücken, hat steile Nordwände, also hat landschaftlich wirklich auf einem engen Raum sehr viel zu bieten. Eine unheimlich schöne Blumenlandschaft da herum, immer wieder durchsetzt mit kleinen Seen. Also ich glaube, dass das wirklich so ein Ort ist, wo man richtig runterkommen kann und wieder zu sich finden kann. Ist schon etwas, wo man wieder sehr gern kommt. Und für mich persönlich, der da auch bergsteigerisch, klettertechnisch groß geworden ist, ist natürlich immer wieder ein bisschen wie ein Stück wie zu Hause. Ja, ich glaube, dass der Klettersteig einfach ein guter Mix ist. Die sportlichen Wanderer sind, also die Wanderei ist auch immer sportlicher geworden. Ich glaube auch, dass da immer eine sehr gute Harmonie zwischen Landschaftserlebnis, Sicherheit und eben sportliche Herausforderung liegt. Und zum anderen kommt man natürlich in Plätze hin, die Klettersteig führen zu Plätze hin, die man nicht einfach so auf einem normalen Wanderweg eigentlich als solches nicht erleben kann. Ja, es sind verschiedene Besonderheiten. Heiderstellwand und so, diese Klettersteige, die bieten sich natürlich sehr gut auch für Familien, für Kinder an. Der Rosskopf als der vielleicht sportlichste oder schwierigste Klettersteig hat natürlich eine gewisse sportliche Herausforderung und Seekar und Spieljoch und auch die Hochis, glaube ich, punkten unheimlich mit der Landschaft. Ja, und wie gesagt, Hochis natürlich als höchster und als Abschluss ist auch nochmal eine starke Emotion dahinter. Im Rofan muss man aber nicht klettern, um grandiose Ausblicke genießen zu können.
Der Gschöllkopf mit seinem beeindruckenden Panorama ist mit einer gemütlichen 45-minütigen Wanderung von der Bergstation aus erreichbar. Und wer auf der Suche nach einem Adrenalinstoß ohne Anstrengung ist, der kann sich mit dem Aerofan in die Tiefe stürzen. Nach einem erlebnisreichen Tag im Rofangebirge steht schließlich der gemütliche Ausklang mit Jause und Durstlöscher auf dem Programm. Der letzte Blick über die Bergwelt und die atemberaubende Stimmung belohnen für die Anstrengungen des Tages, bevor endgültig ein unvergesslicher Tag am Aachensee zu Ende geht.